Hallo Freunde und willkommen zurück bei Crusader Kings 2. Wir haben uns ja letztes Mal das Herzogtum hier um Benevento zurückgeholt, da dort der Herzog, dem wir netterweise diesen Titel gewährt haben, auf die doofe Idee kam, sich von uns unabhängig machen zu wollen. Und jetzt werden wir mal sehen, wie es hier gemütlich mit uns weitergeht. Auf jeden Fall werde ich weiter im Burgdorf arbeiten, in unserer Lieblingsstadt, in meiner Lieblingsstadt. Denn mehr Geld ist halt einfach immer erstmal das Wichtigste. Wenn man die Sachen, die ganzen Stadtgebäude ordentlich ausgebaut hat, kann hinterher richtig viel machen. Ich werde zwar auch ab und zu weiter Truppengebäude bauen, aber das ist schon, so die Gebäude für Militär sind, für Geld sind mir am wichtigsten. Jetzt werden wir abgelenkt durch Revolten. Ich sollte mal wieder nachgucken, wie das Revoltenrisiko aussieht. Palermo wird bald mal wieder. Hier geht es noch. Leider kriege ich dieses Revoltenrisiko da halt auch nicht ganz raus. Da werden wir uns wohl immer wieder mit rumschlagen müssen. Aber erst einmal können wir dann hier ordentlich Truppen ausheben. Mittlerweile haben wir hier die kompletten Provinzen drin. Fugia gehört scheinbar. Nee, nicht Fugia, Apulien, genau. Da komme ich hierher. Das hier haben wir uns auch bei uns gelassen. Da gibt es auch nichts. Ja, das hier sind komplett unsere Provinzen, glaube ich, oder? Ja, das ist unser Herzogtum. Das hier unten ist auch unser Herzogtum. Da gehören uns auch zwei der Provinzen immer noch. So, so gut zu wissen. Er ist jetzt Herzog von Benevento, ja, das war unser Sohn. Dem natürlich in Salerno keinerlei Provinz gehört, was irgendwie wenig Sinn macht, aber was soll's. Aha, ein Kind fehlt ein Vormund. Eine unserer Verwandten. Kind ausbilden, ja. Wen nehmen wir denn da mal? Nehmen wir schon mal hier irgendwie so irgendjemanden. Im Endeffekt tut sich das ja nicht viel, da wir da keine Beliebtheit durchbekommen und das Kind für uns auch wohl nicht relevant wird. Wobei ich könnte natürlich versuchen, die Kinder so auszubilden, dass sie hinterher als Ehefrauen für meine eigenen Kinder gut zu gebrauchen sind, aber das fände ich, glaube ich, ein bisschen zu aufwendig. Das wäre ein bisschen Overkill. Oh, da ist einer unserer Bischöfe im Alter gestorben, weil er wahrscheinlich in der Schlacht mitgekämpft hat. Und Sieg für uns, die Truppen können wieder nach Hause gehen. Revolte niedergeschlagen. Sehr schön, sehr, sehr schön. So sorgt man für ordentlich für Frieden. Und es gibt mehr Verstärkung für Wehrpflichtige. Das ist auch sehr gut. Denn da haben wir gerade gar nicht so viele da. Die haben wohl in mehreren Kriegen ein bisschen gelitten. Ach, sie ist immer noch nicht verheiratet. Natürlich finden wir ihr da jemanden. Frauen zu verheiraten ist meist einfacher. Wir könnten sie an König Hedos Harab der Grausame verheiraten. Würde aber kein Bündnis zustande kommen. Weil sie nur unsere Nichte ist. Also im Endeffekt bringt uns das Bündnis technisch gar nichts. So ganz und gar nichts. Nehmen wir auch einfach mal irgendjemanden hier, der ziemlich egal ist. Und heiraten sie hier weg. Dann kann sie sich ja nicht mehr darüber beschweren, ob sie verheiratet ist oder nicht. Uhahaha. Ach, da akzeptiert den Vorschlag. Ja, wir haben hier immer noch den de jure Anspruch auf Trapania. Aber da dürfte man Militär eigentlich nicht. Obwohl doch, das sieht schon wieder besser aus. Das könnte man eigentlich probieren. Geld für Söldner hätten wir auch schon wieder. Das kann man eigentlich mal versuchen durchzusetzen. Denn ich denke, es wird reichen, wenn wir die Stadt erobern, um hier das auch zu bekommen. Wir nehmen. Dann wird er unser Vasall. Nein, das wollen wir nicht. Wir nehmen hier den Heiligen Krieg um Sizilien. Könnten uns Verbündeten rufen. Ja, König Adras, der Säufer von Ungarn. Und König Stefan von Kroatien. Stjepan, wie auch immer. Stjepan. Die ist eigentlich ganz coole Aussprache. Möchte natürlich maximale Truppenausbruch haben, den wir dann hier hinholen. Und wir kriegen auch noch Geld für den rechtschaffenen Krieg gegen Heiden, so ist recht. Und hier wird uns jemand natürlich unterstützen. Hier fasse ich schon mal ein paar kleinere Armeen immer zusammen, dass die Liste nicht so groß wird. Ist das schon ein bisschen überschaubarer? Er kann leider nicht momentan an unserem Krieg teilnehmen. Wahrscheinlich ist er gerade am Saufen. Bob. Da sammeln sich unsere Truppen. Sehr schön. Wir können schon mal zusammenfassen und Generäle und Kämpfer bestimmen. Denn wir haben hier einige gute zur Auswahl. Wir selbst sind, glaube ich, nicht kampffähig genug dafür. Nee, wir sind kein so guter Kämpfer. Ist aber auch ganz ordentlich, weil da können wir nicht in der Schlacht fallen.
Dafür können wir hier diejenigen an die Spitze setzen, die es können. Wobei er mit 13 ja schon einer der Besten ist. Ich denke, wir werden hier kaum jemanden finden, der besser ist. Nee. Das ist schon okay, aber dass wir hier mit 15 in der Mitte haben, ist schon ganz gut. Dann warten wir noch auf das Erscheinen der restlichen Truppen. Euch können wir auch schon mal zu einem Heer machen. Und euch auch. So. Hieraus machen wir auch wieder eins. Da dürften die Truppen, die Mandatsbesetzung gleich bleiben. Da kommt der Angriff der Feinde. Wobei netterweise wir hier einen Verteidigungsbonus durch den Hügel bekommen, was sehr cool ist. Es gibt Spießträger, haben wir gar nicht so viele. Bogenschützen sind schon wirklich relevant. Und berittene Bogenschützen haben wir leider gar nicht. Aber es ist schon mal ein bisschen was an Vorteil. Er kommt auch nur im Zentrum. Oh, wir wurden in der Schlacht verwundet, aber wir kämpfen doch gar nicht mit, oder? Doch, wir führen jetzt das Zentrum selbst an. So. Jetzt sind wir verstümmelt. Verstümmelt heißt Abzug auf Kriegskunst und Gesundheit. Das ist natürlich nicht so schön. Da sind alle Soldaten angekommen. Sehr gut. Und jetzt würde ich gerne mal nachgucken, ob wir hier wirklich irgendwo mitkämpfen. Ja. Mist. Das war nicht die Taste, die ich haben wollte. Wir könnten ihn selbst zum Anführer machen. Das hilft uns alles. Ist ja egal, dann werden wir weiter mitkämpfen. Die Frage ist nur, wohin geht er? Ich glaube, er geht hierhin, ziehen sich seine Truppen zurück. Da ist jemand gestorben im Alter. Sehr schön. Gucken wir mal. Ja, und wir haben ihn dort erwischt. Das heißt, seine Truppen werden geschlagen. Und dann können wir uns daran machen, Tapi hier direkt zu belagern. Robert hat sich an das Feiern wilder Feste gewöhnt. Unser Verwandter. Ich kann nichts dagegen unternehmen oder Hausarrest. Dann würde er willkürlich unter Umständen bekommen oder keusch. Hier bekommt er wohltätig oder lüstern. Hoffen wir auf wohltätig. Ja, wohltätig erlangt es immer gut. Warum auch immer wir ihn ausbilden, das wusste ich gar nicht. Und eine Verschwörung. Der Graf von Locane möchte die Autorität der Krone von Sizilien untergraben. Ja, Verschwörung beenden. Sehr schön. Damit kann ich leben. Und. Ah, Graf Robert von Fugia, das ist unser das ist gar nicht unser Nachfolger, das ist einfach nur, um den wir uns kümmern. Ach, stimmt ja, das war ja der von Fugia und Benevento, jetzt erinnere ich mich wieder. Da haben wir uns ja hingestellt und uns den als zum Schützling genommen. Und er erklärt sich dazu bereit, die Krone, die Beschwörung gegen die Krone fallen zu lassen, so ist recht. Und wir haben hier eine Schlacht gewonnen, die kleine, was da nicht so relevant war, aber vor allen Dingen belagern wir jetzt. Stadtinfrastruktur in Apulien, sehr schön. Sehr, sehr schön. Doch, ja, das ist gut. Und wir werden hier angegriffen. So. Hier sind Truppen des Heiligen Römischen Reiches, was auch immer die hier machen. Aber ich muss mal einmal kurz unterbrechen, um meine Nase zu putzen. Das geht gerade so nicht. Kleinen Moment, Leute. So, ich habe die Diskussion mit meiner Nase gewonnen. Sie gibt jetzt wieder ein bisschen Ruhe. Von daher können wir weiter. Ich sehe gerade, wir haben unheimlich viele Geldmittel bekommen. Da wir. Ja, doch, genau. Wir haben ja für den Heiligen Krieg hier Geldmittel bekommen. Ich würde sagen, das stecken wir erstmal in Apulien, in unserer Hauptstadt, in ein Burgdorf. Und werden dann den Rest hinter hier in weitere Wachquartiere stecken, wenn wir dort den Bau des Burgdorfes fertig haben. Großes Turnier. Ich wollte nur ein wenig Zeit beim Turnier vertreiben, als ein Ehrenstreit zwischen zwei Rittern losbrach. Ich wusste, dass es nur eine Farce war und wollte unnötiges Blutvergießen verhindern. Also vermittelte ich zwischen ihnen und sie erklärten zumindest, einer der Ritter sollte das folgende Duell überleben. Na toll, Diplomatie verloren. Das ist schade. Dabei mag ich Diplomatie doch so gerne. Hat sich hier eigentlich mittlerweile jemand eingemischt von ihm? Nein, sehr schön. Oh, meine Gattin ist schwanger. Im Alter von 45 noch mal ein Kind bekommen. Ja, wenn es Spaß macht. Sieg für uns. Burgstädtchen Kanton. Okay, fertig, ja. Ich kann mir den Namen wahrscheinlich nie merken. Catanzaro. 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 Ich muss da noch sehr viel üben, bis ich diesen Namen vernünftig hinbekomme. So. Komm, klick dich. Burgdörfchen haben wir. Obwohl, Städtchen, mehr können wir jetzt auch nicht leisten, weil dafür das Geld fehlt. Aber wir können Wachquartiere bauen, was uns schwere Infanterie und Spießträger gibt. Oder wir könnten einen Milizübungsplatz nehmen. Das wäre auch interessant. Ich glaube, ich nehme mal den Milizübungsplatz, denn
Schwere Infanterie haben wir schon viel. Und hier können wir dann weiter auf Bogenschützen gehen, die bisher in unserer Armee ein bisschen zu kurz kommen, finde ich. Kann ich hier ein bisschen was über die Armee erfahren? Nein. Schade. Kann ich. Ah, hier kann ich was erfahren. Ja, wir haben nämlich sechs. Wir haben ziemlich viel schwere Infanterie, leichte Infanterie, aber auch recht viel. Wir haben halt kaum Bogenschütze, doch kaum Kavallerie. Und da möchte ich mal ein bisschen nachhelfen. Ich meine, die Spießträger kann ich zu noch darauf verzichten, aber Bogenschütze und Kavallerie sind schon wichtig. Hier gibt es wieder Aufstockung von Wehrpflichtigen, so ist recht. Jetzt erobert diese Scheißburg doch endlich mal. Das kann doch nicht so schwer sein. Aha, Krankheit ausgebrochen. So. Die brauchen ja echt lange dafür diesmal. Sieg für uns. Mein Fürst, mir scheint, trägt meine Arbeit in Neapel allmählich Früchte. Unter Zuhilfenahme von Bestechung, Erpressung, Drohung und Kriecherei ist es mir gelungen, einen Herrschaftsanspruch auf Neapel zu erzielen. Sehr schön, genau das möchte ich haben. Das kostet uns ein Vermögen. Also wirklich, wirklich viel Vermögen. Aber das ist es mir wert. Da ist mal wieder jemand gestorben. So, interessant. Bist du mit 78 schon bereit? Ja, Frieden erzwingen. Sehr schön. Ja, und wir haben wieder das Problem einer falschen Liegenschaft. Aber erstmal lösen wir unsere Truppen auf. Tapi ist nämlich selbst auch wieder eine Stadt, was wir aber nutzen können, um die vielleicht an jemand anders zu geben. Wen hätten wir denn da bei unserem Hof? Der da bei unserem, na, den Vasallen, die schon was haben, möchte ich das eigentlich gar nicht so gerne, aber unser Hof, da wäre doch vielleicht noch was interessant. Jemand so ganz ohne Ansprüche hier bisher. Unser Marschall mag uns sehr gerne, hätte wahrscheinlich aber wieder das Problem, dass er dann auch das ganze Herzogtum haben will. Wobei, als einzelner Graf kann man das vielleicht noch. Was soll's, wir geben das unserem Sohn. Wo haben wir es denn hier unten? Therapie. Niedere Titel mit einschließen. Sehr schön. Dann hat er zwar das Problem an der Backe, das ist für uns jetzt aber erstmal nicht so wichtig. Sehr schön. Und wir können jetzt tendenziell erstmal unseren Kanzler da wieder wegbewegen. Und ihn entwöhnt stellen, um Meinung zu verbessern. Zum Beispiel hier oben nach Benevento. Da ist das vielleicht ganz nützlich. Und wir könnten jetzt in Neapel den Krieg erklären. Die haben auch gar nicht so viele Truppen. Die Frage ist, wie viele Verbündete die haben. Ah, jemand, der uns nicht zur Hilfe kommen würde. So. 800 Mann könnten sie aufstellen. Wir hätten noch nicht genug Geld für Söldner, aber bald. Und wir hätten noch mehr Truppen. Ich würde sagen, das kann man direkt mal ausnutzen, um den Krieg zu erklären. Neapel beanspruchen. Ja, ich würde sagen, das senden wir mal direkt. Können auch wieder direkt hier um Hilfe bitten. Stepjan. Der von Ungarn möchte uns diesmal gar nicht erst helfen. So. Und Truppen ausgehoben. Und direkt mal gesammelt hier. Ja, 300 Mann kommen von ihnen. Das ist Emma von Sizilien. Charmanter Fan, das ist natürlich auch nett. Er hilft uns natürlich. Sehr schön. Die Kroaten sind sehr zuverlässig. Da oben verlieren wir leider einen kleinen Batzen Männer. Aber dafür bauen wir hier mal wieder unsere Armee auf. Und gucken mal, wer hier die. Das, ah, er kann doch wieder die Anführung übernehmen. Das hat er auch letztes Mal schon so gut gemacht. Haben wir hier vielleicht noch jemanden mit 13 jemanden? Nee, die sind alle schon am Kämpfen. Okay. Dann sammeln wir eben noch den Rest der Truppen. Krankheit, Palermo. Oh. Das ist natürlich nicht schön. Da müssen wir jetzt erstmal hier oben drum kümmern und dann da unten drum. Oder gleich wieder auf Söldner zurückgreifen. Erstmal kümmern wir uns gegen die hier. Und ich glaube, wir nehmen da auch direkt Söldner zur Hilfe. Kostet zwar wieder Geld, aber leisten können wir es uns ja zum Glück. Die dürfen sich dann hier erstmal nach Messina bewegen. Die brauchen nämlich vor allen Dingen erstmal Moral, damit sie überhaupt kämpfen können. Natürlich ein Unble. Wobei mir war. Ich hatte hier noch in Erinnerung, dass Palermo angegriffen werden, revoltieren wird. Ich habe noch nicht mehr dran gedacht. Oh, wir haben unseren ersten Sohn, einen weiteren Sohn. Der wird zwar nicht herrschen, aber jetzt kann ich mal die Liste der hübschen Ideen auspacken.
Aber mir fällt auch sofort etwas auf, was wir nehmen. Nämlich Benjamino wurde von Cyril vorgeschlagen. Finde ich ganz lustig, ihn dann auch als ersten zu nehmen. Den Vorschlag passt auch ganz gut rein. Haben wir jetzt einen Sohn Benjamino. Und sind was? Uns sind fehlende Geldmittel widerfahren. Wie haben wir das denn hinbekommen? Na ja, toll. Jetzt müssen wir erstmal hier seine Truppen verfolgen. Fehlende Geldmittel ist echt nicht gut, weil das sorgt dafür, dass das Bezahlen schwieriger wird. Und vor allem das, auch, dass es auf unsere Beliebtheit fährt. So, das wird sich auf einiges der Schaden. Kämmerer Graf Geoffrey möchte zum Drangsalieren von Bauern. Was möchte zum Drangsalieren von Bauern, die ihre Städte steuerlich bezahlen wollen, Schlägertrupps anwerben? Wir bekommen Geld, aber leider. Palermo bekommt den Nachteil, dass das Risiko lokaler Revolten steigt. Da das da eh schon hoch ist, ist das okay, das nehmen wir. Und vor allen Dingen müssen wir hier jetzt auch wieder einen Cut machen. Der Part ist nämlich wieder vorbei und wir sehen dann beim nächsten Mal, wie wir uns Neapel erobern. Bis dann, Leute, macht's gut!